Hänslers Schnellnummer. Heute gibt es ein Crispy Lemon Chicken. Zu gut Deutsch ein knuspriges Zitronenhähnchen. Als erstes natürlich Zitrone. Wir sehen eine wunderbar große Zitrone. Hinten, vorne abschneiden. Und jetzt ein großes Stück Schale von der Zitrone herunterschneiden. Jetzt müsst ihr noch das Weiße von der Schale entfernen. Dafür jetzt mit dem Messer richtig vorsichtig zur einen Seite. Dann dreht ihr das Ganze nochmal. Das Gleiche von der anderen Seite nochmal. Bis das Weiße fast komplett weg ist. Wichtig, die Schale jetzt in ganz, ganz dünne Streifen schneiden. Für die Soße vermengen wir Zitronenschale, Zitronensaft, Essig, Wasser, Esslöffel Zucker, Esslöffel Honig. Bisschen Speisestärke, bisschen Kartoffelstärke und das Ganze jetzt vermengen. Jetzt zeige ich euch, wie wir das Hähnchen schneiden. Sollen wir hier eine Hähnchenbrust? Da machen wir jetzt drei Schnitte, beziehungsweise zwei. Eins, zwei. Und jetzt nehmt ihr das gleiche Stück, dreht das einmal und das schneidet ihr jetzt in dünne Scheiben. An das geschnittene Hähnchenfleisch kommt jetzt ein ganzes Ei. Dann dazu ein Schuss Sake, Reiswein. Ordentliche Prise Salz. Pfeffer genauso. Und jetzt hier ein Esslöffel Kartoffelstärke. Und jetzt wird das Ganze vermengt. Jetzt hier die Stücke nehmen und direkt in Kartoffelstärke panieren, könnte man sagen. Also großzügig, das spritzt auch ein bisschen hier rum, mit Kartoffelstärke da drin wälzen und dann wird das Ganze gebacken. Jetzt die Stücke hier bei 180 Grad frittieren. Wir haben jetzt hier Rapsöl im Topf. Man kann natürlich auch eine Pfanne nehmen und das in der Pfanne frittieren. Da braucht man ein bisschen weniger Öl. Ist natürlich immer so eine Sache, weil es kommt natürlich immer so ein bisschen hoch, das Öl, wenn man das Frittiergut ins Öl gibt. Jetzt hier einmal, hoppala, einmal kurz frittieren. Deswegen seht ihr, immer aufpassen, ey. Schön vorsichtig reingleiten lassen. Ich sag mal so zwei Minuten und dann kommt das Ganze raus und wird dann nochmal frittiert. Guck mal hier, da reicht sogar anderthalb Minuten. Jetzt direkt rausnehmen. Kurz einfach draußen lassen. Und dann frittieren wir es gleich nochmal. Und währenddessen machen wir die Soße. Zweite Rutsche fürs Huhn. Das macht man, damit es noch knuspriger wird. Ah ja. Und jetzt, wie gesagt, währenddessen haben wir eine Pfanne. Und jetzt kommt unsere Mischung hier aus Honig, Wasser, Zitronenschale, den Essig in die Pfanne. Und jetzt wirklich voll aufkochen lassen. Das ist fast die perfekte Konsistenz. Jetzt noch ein bisschen kochen lassen. Währenddessen holt ihr. Oh, guck mal. Oh, oh, mein Gott, Walter. Jesus Christ. Das sieht der. Oh, das siehst du so schon, wie geil knusprig das ist. Ordentlich würzen nochmal mit Salz. Jetzt direkt auf den Teller anrichten. Huh. Heiß, 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 heiß. Jetzt pass auf. Jetzt kommt es nämlich. Jetzt hört ihr auch die Soße hier an. Na, dann machen wir einen Test. Oh, geil. Oh, die Säure, das ist mega. Oh, Gott. Freude danach. Jetzt nehmt ihr hier eure Soße und dann lasst ihr sie langsam über das Chicken laufen. Weil das saugt sich jetzt wunderbar voll mit dieser schönen Soße. Wie geile Säure ist das. Oh, komm, zieh ich mir gleich rein. Da fackel ich nicht lange. Ist mir scheißegal, dass es heiß ist wie Sau. Boah, sieht das lecker aus, ey. Oh. Der Essig unterstützt die Zitrone und bringt sie auf ein ganz anderes Level, muss man sagen. Mega! Geil. Hier ist die Einkaufsliste. Und hier ist die Einkaufsliste fürs Crispy Lemon Chicken bzw. knuspriges Zitronenhütchen für zwei Personen. Braucht ihr zwei Hähnchenbrustfilets, eine Zitrone, 60 Milliliter hellen Essig, 60 Milliliter Wasser, je ein Esslöffel Honig und Zucker. Kartoffelstärke braucht ihr einmal einen Esslöffel fürs Huhn, einen Teelöffel für die Soße und zum Panieren vom Huhn braucht ihr auch noch Kartoffelstärke.
ein Ei, ein Schuss Sake, Rapsöl zum Frittieren. Und dann sage ich mal eins, ey, guten Appetit. Boah, ist das geil. Und wenn ihr Lust habt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Channel abonniert. Noch mehr Rezepte findet ihr auf henslers-schnelle-nummer.de und natürlich auf unserem YouTube-Channel. Viel Spaß!